Ich habe heute auf jeden Fall super viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Mich trefft ihr auch gleich an der Bahn beim Essen. Und dann möchte ich das Mikro noch ein letztes Mal an Steffen und Lars übergeben. Ja, die vierte Future of Food geht zu Ende, beziehungsweise das Bühnenprogramm geht zu Ende. Wir haben hier im Anschluss noch Networking, Drinks und Leckeres zu essen, wozu wir euch alle ganz herzlich einladen möchten. Und ich finde, es war wieder eine sehr spannende Konferenz. Wir haben am Anfang gesagt, Time for Revolution. Ich finde, wir haben viele Beiträge gesehen aus dem Bereich Investment, jetzt gerade von Max, aus dem Bereich Startups, aus dem Bereich Produkte, Technologien. Die zeigen, die Revolution ist möglich und es liegt an uns, sie anzugehen. Und das war, fand ich, ein ganz toller Impuls. Ich hatte ganz viele spannende Gespräche, auch da draußen auf dem Startup-Track, viele spannende Innovationen. Und ja, ich denke natürlich auch immer, was kann man irgendwie noch besser machen? Ich finde, diese wunderschöne Location hätten wir vielleicht noch besser bespielen können. Ich finde irgendwie, dieses Frontalsystem funktioniert nicht mehr so richtig. Da müssen wir uns irgendwie was Besseres ausdenken für nächstes Jahr. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden und möchte Danke sagen. Danke an alle Speaker, danke an alle Startups, die hier sich präsentiert haben auf dem Startup-Track. Danke an alle unsere Sponsoren und Partner, die ZHAW, die jetzt schon im zweiten Jahr dabei ist und hier einen tollen Beitrag leistet, dass diese Konferenz stattfinden kann, auch einen tollen inhaltlichen Beitrag leistet. Red Bull, die uns immer wieder Getränke zur Verfügung stellen und auch einen finanziellen Beitrag leisten, damit diese Konferenz stattfinden kann. Und allen anderen, die ihr sehen könnt, wenn ich die jetzt alle aufführen würde, würde das zu lange dauern. Deswegen würde ich bei den Danksagungen mal an dich überleiten. Sehr, Dankeschön. Erstmal. Ja, bevor ich weitermache mit der Danksagung, erstmal so, was ich mitgenommen habe. Ich fand es halt ganz faszinierend, auch wenn es vielleicht logisch ist, dass einem nochmal so wirklich vor Gesicht geführt ist, dass wir die Herausforderungen, die sich stellen, wirklich interdisziplinär lösen müssen. Also man braucht ganz viele unterschiedliche Fachkompetenzen. Es hat längst nicht nur irgendwas mit Ernährungswissenschaften zu tun, sondern ganz viele unterschiedliche Bereiche. Das fand ich total faszinierend nochmal. Und dann finde ich es halt super, ob das jetzt Thilo war oder ob das Kitchen Town war, dass es halt, dass man halt auch versucht, die Leute zu motivieren, dass sie in diesen Bereich reingehen, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, finde ich super. Und da sieht man auch, dass sich was bewegt. Was ich mir noch wünschen würde, ist, wenn wir jetzt auch schon vielleicht das Szenario verändern, dass wir nächstes Jahr auch mal den einen oder anderen, der vielleicht diese Revolution, von der wir sprechen, bezweifeln, hierher kriegen, damit er sich mal stellt, damit hier echt mal eine richtige kontroverse Diskussion hatten. Weil ich hatte heute das Gefühl, hier gibt es viel Einigkeit, was die Themen betrifft, was die Richtung betrifft. Und ich möchte einfach mal, dass sich die großen Konzerne, die wir hier heute nicht gesehen haben, dass die sich einfach mal der Diskussion stellen. Und das würde ich mir für nächstes Jahr wünschen. Ansonsten, danke, ich habe ihn nicht bezahlt. Ansonsten möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dem gesamten Team bedanken von Vertical Media, Gründerszene, Ignore Gravity, Engine, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Charlotte Werner aus dem Event-Team, Elena Baumgart, Nadine Fuchs, Lisa Kühne, Lisa Hellbeck, Franziska Schmidt und Alex Großeholz. Und ich würde ganz gerne auf die Bühne bitten, Elena Baumgartner, Nadine Fuchs und natürlich Lisa, unsere Moderatorin. Einen ganz kräftigen Applaus. Ja, von meiner Seite auch ein großes Dankeschön an euch. Tolles Team habt ihr da. Macht großen Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und jetzt würde ich sagen, gibt es noch eine organisatorische Ansage? Es gibt ein Speed-Dating. Ein Speed-Networking. Also Dating, vielleicht gibt es auch ein Speed-Dating. Kann sich ja entwickeln. Und zwar ist das um 18.30 Uhr, also im Grunde genommen jetzt. Und zwar da, wo die Workshops waren, die Treppe runter. Und da noch eine Ansage. Ich hoffe, ihr kennt alle die Spätschicht. Wir hatten die 50. Spätschicht im Juli und am 28.11. haben wir die Winter, die Christmas-Spätschicht zusammen auch mit den Gründerszene Awards und ich hoffe, wir sehen uns da. Und jetzt gibt es Getränke, genießt das Essen. Ich habe viele Sachen heute probiert und war überrascht, wie gut manche Sachen schmecken, wo man erstmal denkt, weiß ich nicht. Also,
Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Habt Spaß.